Hallo und herzlich willkommen zu dieser herbstlichen Tour am 30. Oktober 2022. Das war ein Sonntag bei relativ schönem Wetter und milden Temperaturen. Starten wir hier an der Grafenmühle. Das ist wohl ein Ortsteil von Bottrop und etwas südlich vom Heidesee. Ja, wir sind auch hier schon unterwegs entlang des Rotbaches, so heißt der Bach hier wohl. Und hier auch schon unsere erste kleine Pause, wo wir unseren mitgebrachten Kartoffelsalat gegessen haben. Und weiter geht's im Video hier durch das Rotbachtal in Richtung Westen. Tja, wunderschöne Herbstfärbungen. Natürlich hier Naturschutzgebiet. Und wunderschöne Einblicke hier in die Landschaft. Tja, eigentlich wollte ich die Tour auch so benennen und mit dem Titel Dort, wo die Wölfe wohnen. Hier übrigens links eine Ausflugsgastronomie, Peewee's Barbecue Smokehouse, so stand es hier im Google Maps. Und ich blende immer ein bisschen Text ein, wo es hier gerade lang geht. Ja, was ich noch erzählen wollte, also wie gesagt, zu den Wölfen und dem Wolfsgebiet. Also der oder die Wölfin Gloria, die hat sich ja in der Kircheller Heide niedergelassen. Und ich habe gerade mal noch im Internet ein bisschen recherchiert. Übrigens hier rechts, wie gesagt, der Rotbach. Sehr schöne landschaftliche Eindrücke. Die Wölfshündin Gloria genannt, steht hier im Internet nach der letzten angezeigten Info, die, wenn man bei Google Wolf Gloria Kirchhellen eingibt, vom 24.09. in Kirchhellen ist wieder ein Schaf durch Wölfe gerissen worden. Passiert ist das Ganze am Donnerstag am Berliner Berg. Also diese Meldung ist vom 24.09.22. Ja, wenn man jetzt hier durch dieses Gebiet mit dem Rad oder zu Fuß ja, auch das kommt schon mal vor, dass ein Trecker an einer nicht so günstigen Stelle begegnet, das an einem Sonntag, dem 30. Oktober. Hier auch nochmal Hotel-Gastronomie. Leider nichts los. Rechts ein Hochstand. Ja, also wie gesagt, wenn man hier so durch diese landschaftlich sehr schöne Ecke radelt, kann man schon eine kleine gewisse Vorstellung davon bekommen, dass hier natürlich eigentlich so ideales Wolfsland ist. Ist sehr abwechslungsreich. Hier übrigens auch wieder ein Gasthof. Name habe ich eingeblendet. Der schien wohl auch geöffnet zu sein. Ja, wie gesagt, kann man sich hier auch ganz gut vorstellen, dass hier sich ein Wolf wohl mehr oder weniger sicher auch gerne mal wohlfühlt. Ist ja sehr abwechslungsreich. Von daher kann man sich das schon mal ganz gut vorstellen. Ja, ist hier auch relativ gut ausgeschildert. Ihr seht, dass die Beschilderung mit den Knotenpunkten,
ist hier etabliert. Und auch die Pfeile hier links, Fahrradweg ausgeschildert, sind recht gut. Von daher alles im grünen Bereich. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier Richtung Norden. Ihr seht, ist recht abwechslungsreich. Mal Birken bestanden. Also alles das, was so ein bisschen darauf hindeutet. Es sollen ja hier auch Torffenngebiete geben. Ja, hier links übrigens eine Mülldeponie und rechts dann schon der Angelsee, also ein Anglersee. Und hier links eine schöne, nette Picknickstelle mit Bank und Tisch. Ja, und hier war denn wohl auch mal eine Ausflugsgastronomie. Und zwar Anne Lehmkuhle oder Annes Lehmkuhle. Ja, wir wollten hier, wie gesagt, zu dem Ausflugslokal hier Schwarzdrossel. Leider war im Außenbereich keine Stühle mehr. Schade. Tja, wer hätte gedacht, dass es so spät im Oktober, fast Anfang November, noch so schön warmes Wetter gibt. War auch nicht sehr windig. Hier wieder schöne landschaftliche Eindrücke, sodass wir natürlich als Genussradler uns unsere Räder geschnappt haben und natürlich wieder unterwegs waren. Ja, ihr seht, der Laubfall ist schon recht stark fortgeschritten teilweise. Da muss man dann mit dem Fahrrad auch durch. Und ihr seht auch hier mal einen Schotterweg. Ja, wie gesagt, eigentlich war das so eingeplant. Ja, hier, was diese Blümchen sind, wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und dann hatte ich das eigentlich ein bisschen anders geplant auf der Rücktour. Und dann mussten wir leider da auch mal ein paar Stücke auf der Landstraße langfahren, was so leider eigentlich nicht eingeplant war, aber okay. Das erste Teilstück da auf der Landstraße war ja noch mit einem separaten Radweg. Ja, hier ein Munitionsvernichtungseinrichtung rechts gewesen. Das ist dann auch schon hier gegenüber von dem Flugplatz Schwarze Heide, der hier zur Linken noch die Befeuerungsanlage hat, Signal oder wie auch immer man das nennt, für den Lande- oder Startflug. Ja, und dann geht es hier weiter wieder Richtung Süden. Wir sind jetzt an dem Flughafen vorbei und ihr seht, ja, das fiel uns auch auf, dass hier sehr viele Pferde gibt. Und naja, ich glaube, ich habe auch schon mal im Fernsehen in den Nachrichten gehört, dass irgendwie Wölfe da irgendwie auch schon mal Pferde angefallen oder angegriffen haben. Oder wollten. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, hier jetzt der See, ein sehr interessanter See. Der Elsbach oder Pfingstsee genannt. Ja, ich fand ihn sehr, sehr interessant, sehr schön hier mit den abgestorbenen Bäumen, die hier so mittendrin stehen.
so, sieht ja immer sehr beeindruckend aus. Ja, und jetzt kann man sich schon ein bisschen vorstellen, dass das eben auch eine Heidelandschaft ist. Aber man muss ja wissen, dass Birken auch Pionierbäume sind oder ja, Pflanzen ist jetzt ein bisschen sicher falsch definiert. Das sind so immer die sehr genügsamen Bäume, sind auch vorwiegend Oberflächenwurzler, die sich eben dann auch so in Moorgebieten niederlassen. Ja, hier links liegt jetzt schon der Kirchhellener Heidesee. Der ist denn auch ein bisschen größer als der Pfingstsee oder Elsbach, Senkungssee Elsbach, genannt Pfingstsee. Ja, ihr seht, ne, man fährt hier immer wieder durch Stücke Wald und wir sind jetzt, wie gesagt, wieder auf dem Rückweg. Zur Grafenmühle, wo wir geparkt haben. Dort sind wir jetzt hier angekommen, wo wir eigentlich geparkt haben. Wir sind aber dann noch mal ein Stückchen, weil Grafenmühle ist auch bekannt als Bikertreff, so wie ihr das hier gerade sehen könnt, weil wir eigentlich noch ein Stückchen Kuchen und Kaffee trinken wollten. Aber das war dann hier doch ein bisschen sehr überlaufen, wie ihr selber sehen könnt. Ja, dann sind wir hier zu der Grafenmühle, zu dem Forellensee gefahren. Hier gibt es einen Kiosk und haben gedacht, okay, wir setzen uns hier hin. Aber das war dann auch nicht unser Ding, weil da war eine riesenlange Schlange hinterher. Und das war uns dann nicht so genehm. Ja, wir haben dann hier noch ein schönes Ausflugslokal unweit vom Parkplatz gefunden. Das nannte sich zum alten Brunnen. Ob das jetzt tatsächlich noch die richtige Bezeichnung ist. Lecker Kaffee und einen leckeren Schokoladenkuchen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen hoch und oder auch ein Abo ganz besonders freuen. Bedanke mich fürs Zuschauen und winke, winke, bis zum nächsten Mal.